Cinquième prise. Action. Ich bin Lisa. Ich wohne seit 10 Jahren in Deutschland. Interkulturalität ist für mich Alltag. Ich hatte die Möglichkeit, an einem Seminar über Selbstbildung für Teamende von interkulturellen Jugendaustauschen teilzunehmen und mitzugestalten. Es hat mich angesprochen und ich bin jetzt dabei. Und ich bin nicht alleine. Da ist zum Beispiel auch Tobias. Tobias, weißt du, was wir eigentlich diese Woche machen? Wir basteln alle zusammen unser gemeinsames Programm. In der ersten Runde geht es darum, das Zentrum zu bereichern. Was bedeutet denn das Zentrum bereichern? Das heißt, dass jeder von uns seine Wünsche und Ideen einbringt, um das Programm zu gestalten. Und dann? Aus all diesen Ideen machen 2 von uns dann einen Programmvorschlag. Und was, wenn ich nicht einverstanden bin? Moment, Moment. Zuerst prüfen wir, ob alle den Programmvorschlag verstanden haben. Das ist die Klärungsrunde. Und kann ich jetzt sagen, dass ich nicht einverstanden bin? Ja, während der Reaktionsrunde kann man sich dann dazu äußern, wie man den Vorschlag einschätzt und wie man sich damit fühlt. Aber es muss konstruktiv sein, damit der Vorschlag verbessert werden kann. Okay, aber wie werden wir uns am Ende einig? Nachdem der Vorschlag verbessert wurde, wird überprüft, ob es Einwände gibt. Ein Einwand ist keine persönliche Präferenz und auch kein anderer Vorschlag, sondern es geht darum zu prüfen, ob der Vorschlag machbar und mit den Zielen der Gruppe vereinbar ist. Und was machen wir, wenn es Einwände gibt? In der nächsten Runde versuchen wir gemeinsam, den Vorschlag zu verbessern, bis es keine Einwände mehr gibt. Danach wird die Entscheidung von allen bestätigt. Das heißt, dann sind alle zufrieden. Ja, lass uns feiern. In der Selbstbildung, jeder kommt mit dem, was er weiß und was er kann. Gisela zum Beispiel leitet Kunstworkshops an. Und Paul ist Begleiter von interkulturellen Jugendbegegnungen. Alle können pädagogische Methoden ausprobieren und zusammen verbessern. Wir bilden uns also gegenseitig weiter. Am Ende der Woche haben alle neue Methoden, neue Kompetenzen, neue Rezepte, neues Wissen, neue Erfahrungen und auch neue Kontakte. Die Gruppendynamik spielt auch eine sehr wichtige Rolle in unserem Alltag. Alle sind verantwortlich für alles, vom Einkaufen übers Kochen, Putzen, Abwaschen, Feuer machen und so weiter. Jeder fühlt sich angesprochen, zu einem entspannten Ganzen beizutragen. Die Offenheit eines jeden und die Schaffung einer Vertrauensbasis in der Gruppe werden jeden Tag in unterschiedlichen Momenten gestärkt. Wir nehmen uns Zeit für Sprachspiele, bewusste Entspannungsphasen in der Gruppe oder individuell und der Austausch in der Gruppe, um zu wissen, wie es jedem geht. Mit der Gruppendynamik ist es wie beim Sport. Wir wärmen uns gemeinsam auf, um uns auf den Tag und aufeinander einzustimmen. Mit Bewegung, Spielen und Gesang aktivieren wir unser Körper und unsere Stimme. Dadurch lernen wir uns auch untereinander immer besser kennen und außerdem haben wir viel Spaß dabei. Voilà, bin hier seit einer Woche und finde es bereichernd. Naja, eine Woche ist doch zu kurz. Es gibt noch so viel zu erleben, auszutauschen und zu teilen. Es war aber nur ein Start. Wann geht's weiter? Es liegt an uns. Bye.
Ourselves.